herzlich willkommen, liebe Anne, zum heutigen Interview. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir, mit uns über etwas ganz Besonderes, deinen besonderen Herzensweg zu sprechen. Und ja, was der genau ist, das dreht sich alles um Blumen. Und ich liebe Blumen. Und deswegen fand ich die Idee, dich ins Interview einzuladen, so toll. Und ich freue mich wirklich, dass du zugesagt hast. Du arbeitest mit Blumen auf eine ganz besondere Art und Weise. Du baust selber auch Blumen an. Es dreht sich ganz viel um Nachhaltigkeit und du hast eine, Bewegung, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, gegründet. Darüber wirst du aber auch selber sprechen und ich freue mich, dass du da bist, liebe Anne. Herzlich willkommen. Danke, dass ich dir es erzählen darf und dass du mich eingeladen hast. Ich brenne wirklich auch für das, was ich tue und ich hoffe, dass ich ganz viele auch entflammen kann. So diesen Blumenweg zu gehen. Ja. Erzähl mal, was ist das für ein besonderer Blumenweg? Also es ist ja nicht so, dass du Floristin bist, also wie man das kennt im Üblichen. Man geht in deinen Laden, sieht da ein paar Blümchen, lässt sie dich zusammenstellen und geht, sondern es ist was ganz, ganz Besonderes. Die Blumen kann man bei dir bestellen. Es sind besondere Blumen. Erzähl mal. Also was ich jetzt... Mein Alltag ist quasi so, dass ich einen Großteil in meinem Schnittblumengarten arbeite im Anbau, weil der Anbau von Blumen sehr arbeitsintensiv ist und mich aber auch total glücklich macht. Also in meiner Zeit davor war es immer so, dass ich mir irgendwie die Zeit für den Garten abzwacken musste, obwohl ich gemerkt habe, wie gut mir die Arbeit im Garten tut. Und jetzt ist es halt Teil meines Jobs. Und ich habe das Glück, dass ich hinter unserem Privathaus, also dass unsere Gartenfläche halt auch so groß ist, dass ich da anbauen kann, sodass es für die Workshops, die ich gebe, reicht. So. Und das ist quasi der andere Teil meiner Arbeit, also dieser große Teil Anbau. Und der andere Teil wäre das Design. Ich mache Blumensträuße, Werkstücke für den Verkauf Privatkunden. Die schreiben mir dann E-Mails. Aber vor allem gebe ich Workshops hier im Atelier, kleine Workshops und im Rahmen der Slow Flower Bewegung, das wäre jetzt das Wort, genau. Wie ich schon erwähnt hatte, connecten wir uns und ich fahre dann irgendwie durch Deutschland und gebe jetzt zum Beispiel im Frühling ein in Badenweiler bei einer Slow Flower Kollegin, die Morlin, die baut dort nachhaltig auf einem Feld an. Oder im Herbst bin ich in Berlin und an der Ippenburg hier, die auch Mitglied sind von der Bewegung. Da werde ich im Sommer in den Schlossgärten Workshops geben. Also ich will möglichst viele Leute mitnehmen, dass es sich lohnt, mit regional, saisonalen und vor allem ungespritzten Blumen zu arbeiten. Denn gerade in der Floristik ist noch so, ist einfach noch so wenig Bewusstsein dafür da, wie problematisch der konventionelle Anbau von Blumen tatsächlich ist. Also ich selber bin Quereinsteiger, ich treffe ganz oft in den Workshops, an denen ich teilgenommen habe oder von welchen, die zu mir kommen, auch viel Quereinsteiger. Also du musst jetzt gar nicht irgendwie aus der Floristik kommen. Aber im Grunde genommen sowohl bei den Professionellen als auch bei den Quereinsteigern, Laien, Kunden, Großmarkt. Also das Bewusstsein, die Augen dafür aufzumachen, was das mit der Welt macht, unser derzeitiger Blumenkonsum, da ist halt echt noch viel Bedarf. Also wenn ich in meinem Großmarkt, in dem ich früher noch eingekauft habe, frage, sag mal, kommen mal Leute und sagen, hast du irgendwie regionale Blumen oder hast du was Ungespritztes oder sogar was Biozertifiziertes? Mhm. Frag noch nicht mal einer. Also es ist weder das Angebot da noch die Nachfrage sogar von den Floristen, weil natürlich dann auch Kunden nicht fragen. Und ich glaube, das ist so ein Prozess du siehst, es ist eine Blume und dann ist sie ja Natur und dann ist das erstmal safe. Und du weißt, ja, genau, das mit den Rosen und Valentinstag und so, da ist das schon ein bisschen blöd und viele Rosen kommen aus Afrika. Aber es kommt halt einfach ganz, ganz, ganz viel aus Afrika oder aus Indien
oder aus Israel oder aus Ecuador. Also Deutschland hat den, wir sind die, die am meisten Blumenhunger haben, also tatsächlich weltweit prozentual führen wir die Liste an mit dem größten Verbrauch an Schnittblumen, aber wir bauen nur 10% davon selber an. Natürlich. Alles so ein Preisding, ne? Die kleinen Gärtnereien, die mussten dicht machen, weil die billige Blumenschwelle von außen kam, Schwämme. Genau, und dann hat das sich alles so ineinander verzahnt. Und dann muss es mehr geben und dann mussten die stabil sein und dann wird noch mehr gespritzt und noch mehr gespritzt. Und im Ausland gibt es halt, also im europäischen Ausland gibt es natürlich auch ganz andere Richtwerte für Pestizide als bei uns. Hier wird natürlich auch gespritzt, um irgendwie mitzugehen. Und deswegen haben wir diese Bewegung gegründet, weil ich davon überzeugt bin, dass wir hier in Deutschland ganz viel anbauen können und dass wir nicht ein halbes Jahr nichts haben. Mhm. Also es ist jetzt Ende Februar und ja, die Sonne kommt jetzt nochmal und gibt einen Schub, aber nach diesem ganzen Schnee war jetzt ja lange nichts. Und hinter mir wäre jetzt so ein Beispiel von, ich treibe dann halt Winternarzissen vor oder hier habe ich eine Magnolie stehen, die fängt jetzt gerade an aufzublühen. Oder, das geht nämlich auch, ich lasse mir per Post Bio-Blumen aus der Bewegung schicken. Das sind jetzt Bio-Anemonen, die kommen von der Sonja von Flora. Die schickt mir die halt einfach per Post. Die sind letzten Mittwoch im Paket angekommen. Das geht auch und ich glaube auch daran, dass wir irgendwann ein Netzwerk haben, dass wir wirklich untereinander einkaufen können. Und weißt du, je mehr ich da so einsteige, umso mehr wird klar, wie absurd das ist. Also es geht ja nicht nur darum, viele sagen, ja gut, ich esse jetzt ja Blumen nicht, warum soll ich die jetzt umgespritzt? Mhm. Aber ich stelle mir ein Bündel Gift auf den Tisch, wenn ich in einen normalen Blumenladen gehe, nicht nachfrage. Und wir jetzt wirklich im schlechten Fall davon ausgehen, das ist nicht irgendwie aus einer lokalen Gärtnerei, die jetzt gerade keinen Pilzbefall oder irgendwas hatten, aufgrund dessen die spritzen mussten, sondern es kommt, oder auch Fairtrade-Rosen, kommt halt aus Afrika, ist total pestizidbelastet, dann stelle ich mir das so auf meinen Küchentisch. Und eigentlich müsstest du danach Hände waschen. Oh, wow. Na, also du hast das richtig also an dir. Und du gibst das vielleicht auf deinen Kompost, dann gibst du die Gifte wieder in deinen Kompost. Abgesehen davon, dass dort, wo die produziert worden sind, ist alles verseucht. Ja, wir so, das ist für mich auch sowas von, wie respektlos wir halt mit Mutter Erde umgehen, dass wir, dass so viele immer noch dieses, also und es so sind wir ja auch, also ich zumindest erzogen worden, das ist uns ja so eingetrichtert worden, wir sind die Krone der Schöpfung, das sind wir aber gar nicht, also klar, wir sind jetzt die, die noch Internet machen können, aber also wir sind alle eins. Richtig, genau. Ne? Und dieses, wie können wir so umgehen mit der Erde, mit den Kleinstlebewesen, mit den Blumen, mit und auch natürlich mit den Menschen, die dort arbeiten. Die sind echt, also krank. Es gibt Studien darüber, dass die Kinder, die in der Nähe der Anbaufelder wohnen, wo die Rosen für den Valentinstag, also um das jetzt mal so ganz milchmädchenmäßig, wird gerade beim Bäcker drüben Brot abgeholt. gibt es eine Studie, dass die Kinder, die nicht Kinder der Farmer sind, die Rosen anbauen, sondern die nur in der Gegend um die Rosenfelder leben, dass die totale allergische Reaktion zeigen, vor allem mit so einem Peak vor Valentin. Und das finde ich so grässlich. Also was wir durch unseren unbedarften Konsum quasi in anderen Ländern auslösen. Und das würde ich so gerne verändern und super. Deswegen die Bewegung. Ja, also ich finde wirklich, ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mir, bis ich dich kennengelernt habe, auch nicht so die großen Gedanken gemacht, wo kommen die Blumen her? Man geht in einen Blumenladen und es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, du gehst rein und siehst die Blumen, oh, wunderschön, Natur, kaufe ich, stelle ich mir zu Hause hin, aber dass die wirklich irgendwo gezüchtet werden, wo wirklich auch mehr gespritzt wird, als gesund ist. Darüber hatte ich mir vorher auch nicht so die Gedanken gemacht. Und ich finde es so großartig, diese Bewegung, die du ins Leben gerufen hast, weil das Bewusstsein dafür auf jeden Fall geschaffen werden darf. Wir lieben Blumen, ja,
Aber es muss ja nicht auf die Kosten. Ich sage immer, das, was ich liebe und nutze, da sollte nicht auf die, ja, wirklich auf Gesundheitskosten von anderen sein. Also es gibt einem kein gutes Gefühl. Von anderen und letzten Endes auch von uns. Und von uns und der Umwelt, genau. Ja. Leute, die dann allergisch drauf reagieren und so. Und also ich will auch immer nicht, also ich will wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht also dass ich so mit erhobenen Zeigefinger und die Inquisitoren. Nee, darum geht es auch nicht, ja, genau. Weil ich habe auch, ich glaube, manchmal ist es auch ein Nicht-Wahrhaben wollen und ich habe auch unbedarft eingekauft. Ich hatte, bevor ich diesen Weg gegangen bin, hatte ich hier 7 Jahre einen kleinen Laden, auch in diesen Räumlichkeiten und habe da auch schon Blumen verkauft. Alle haben immer gesagt, lass das mal an, weil das macht voll viel Arbeit. Bringt irgendwie, ist total ineffizient, wirtschaftlich gesehen. Und ich habe gedacht, wenn ich das lasse, dann sterbe ich. Also ich brauche das. Und damals habe ich zwar auch schon viel zugeerntet, aber ich bin halt montags in den Großmarkt gefahren, habe geguckt, was haben die da. Oh, das ist aber mal eine schöne Sorte und habe mir da so ein Farbkonzept dann so eingekauft und hatte so einen kleinen 1x1-Meter-Tisch, die Blumen der Woche da drauf und habe die dann abverkauft. Da habe ich gar nichts mit verdient. Es war nur für mein eigenes Glück und der Laden sah immer total schön aus. Weißt du, so ein klassisches Interior, schnicki schnack, ein bisschen Schmuck und überall in den Vasen irgendwie Blumen verteilt. Direkt fesch. So. Und ich habe damals schon auch gedacht, so, ich kaufe die schlimmen Rosen nicht. Ich kaufe, wenn ich Rosen kaufe, kaufe ich nur Fairtrade. Und im Sommer, ich habe natürlich auch saisonal eingekauft, aber ich hatte auch nicht viel Schnall und habe mich auch nicht viel informiert. Ich hatte ein paar Workshops gemacht bei einer Floristin. Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, die war Floristin, von der habe ich auch noch viel gelernt. Aber ich bin nie wirklich tief eingetaucht in die Materie. Und dann habe ich im Sommer 16 bei mir auf der Terrasse gesessen und irgendwie war immer irgendwas falsch, weißt du? Und ich wusste nicht, was. Und dann sagt es echt richtig so aus dem Bauch heraus, so wie Moses, als der die Steintafel empfängt. Hat es aus meinem Bauch gesagt, du musst den Laden zumachen. Und das war echt, ich habe richtig hingeguckt und dachte so, boah, was ist das jetzt gewesen? Ja, und dann habe ich halt tatsächlich bin ich zu meinem Mann gegangen und gesagt, Paco, ich muss den Laden zumachen. Also einfach jetzt so ein krasses Signal gewesen, da kann ich nicht drüber gehen. Und da war ich noch gar nicht irgendwie, also immer schon neugierig auf Spiritualität und so, aber noch hatte den Weg noch mit noch gar nichts angefangen, noch gar nicht mit bewusst irgendwie mal was hingucken. So, aber das war so krass. Und dann habe ich echt innerhalb von 3 Monaten Laden geschlossen, Ausverkauf. Und dann angefangen, echt so aufzuräumen. Lustigerweise ist in der Zeit parallel, hatte mich Sabine, die du auch aus der Ausbildung kennst, alle, die jetzt zuhören, wenn du mich kennst, ein Mensch kam zu mir und hat mich gebeten, ob ich quasi als Übungsperson mit ihr The Work von Byron Katie mache. Mhm. Und habe in der Zeit auch monatelang jeden Tag geworkt. Das war natürlich auch vom Universum logistisch sehr fein eingestellt worden. Also habe richtig aufgeräumt, auch im Außen, also Haus aufgeräumt, in mir aufgeräumt, mit mir alleine auf eine kleine Reisen gemacht mit mir alleine. Und dann im Winter, also das war September und dann, ich hatte irgendwie den ganzen Kunden gesagt, ich melde mich dann, was ich als nächstes mache und so. Und dann war es irgendwie Dezember und habe ich gesagt, so, scheiße, ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich habe doch allen gesagt. Und dann hat der Paco noch gesagt, Anne, ist doch egal. Also dann nimm dir halt noch mehr Zeit. Weil ich dachte so, okay, Sabbatical 3 Monate, mehr darf es aber auch nicht sein. Sonst ist es ein bisschen gierig. Da muss ich ja wieder was schaffen. Mhm. Ja, und dann wusste ich aber nicht, was ich schaffen soll. Und dann war es inzwischen, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich mich jetzt drauf ein. Dann hänge ich halt noch einen Monat dran und dann vielleicht noch ein. Und dann war es Januar und ich sitze vor meinem Rechner und dann ploppt der Newsletter von so einem Blumenatelier in New York auf. Saipur. Die machen Blumen und die haben eine Flower Farm außerhalb von New York und die Mutter macht auch irgendwie noch Schafsmilchseifen und so. Und ich fand die immer schon toll. Die hatten schon vor 10 Jahren so eine Designphilosophie, dass die zum Beispiel auch abgeknickte Blütenstängel oder Unkräuter benutzen und so. Und ich dachte so, oh ja,
total schön und auch den Mut, das quasi zu verkaufen, wo Leute sagen so, das ist aber umgeknickt, aber es sah im Design einfach so schön aus, wie so ein Bild, so ein wunderschönes, sinnliches Bild. Und warum darf die nicht da mit ihrem Knickköpfchen auch in diesem Arrangement stehen? So, und ich wusste, dass die Workshops geben, und damals war auch noch ich gar nicht auf Instagram und sonst wo unterwegs, nur Newsletter mich angemeldet und dann kam ich immer reingeschneit und nur auf der Webseite immer mal so geguckt. Und ich habe immer gedacht, das macht, also die bieten Workshops an, aber ich bin jetzt ja in Deutschland und die sind jetzt ja in New York, also geht das ja nicht, ne? 2,5 Stunden. Und dann sitze ich aber, und ich hatte als Neujahrsvorsatz, ich bin bereit für Veränderung und alles ist möglich. Und toller Satz übrigens, ne? Ganz toller Satz. Also allein dieses, ich bin bereit für Veränderung, ich glaube, den hatte ich, ja genau, der hat auch, glaube ich, gemacht, dass ich den Laden zu. Es kann auch sein, dass im Jahr davor war ich bereit für Veränderung, Laden zu, und dann halt dieses Hinterfragen, ist das wirklich wahr und alles ist möglich. Und dann habe ich halt auch wirklich gedacht, so, das ist doch eigentlich Bullshit. Guck mal, ich habe jetzt den ganzen Laden leer verkauft, also das ganze gebundene Kapital der Waren, flotsch, einfach richtig Liquidität. Ich bin gerade beruflich nicht gebunden, die Kinder sind auch eigentlich groß genug und es ist Januar und der Kurs war im Februar, ich fliege jetzt einfach nach New York, noch nie nach Amerika geflogen. So, oh! und habe das einfach gemacht. Und das war auch so wichtig für mich, dieses so zu denken. Ich weiß, das klingt jetzt total beschmiert, 4 Tage nach New York fliegen, um 2,5 Stunden bei so einem Floristen-Workshop zu machen, aber das war so, es ging gar nicht um diese Details, sondern es ging darum, das zu machen und entgegen unserer gerade deutschen Rationalität von, das ist wahrscheinlich auch effizient und das lohnt sich gar nicht und so. Ich habe mir dann irgendwie einen Yoga-Lehrer bei Airbnb gefunden, der hatte irgendwie ein Zimmerchen zu vergeben, was im Nachhinein gar kein Zimmer war, sondern in seiner Wohnung, so wie so ein Loft, also ganz klitzekleines Loft. Aber dann oben konnte ich dann noch schlafen. Das heißt, ich hatte gar keinen geschlossenen Schlafplatz. Das ist für mich eigentlich der Albtraum. Ich muss eine Tür zumachen, sonst habe ich Angst. Ja? Und da war das aber gar nicht. Ich habe mich so sicher gefühlt. Es war alles so richtig. Und dann hatte mir auch nichts vorgenommen. Ich bin nur meinen Füßen hinterhergelaufen. Nur einmal Theater. Ich auch Theater. Obwohl ja New York ja so viel zu bieten hatte, ne, früher. Also ja, aber ich war echt, bin einfach durch Brooklyn gelatscht. Einen Tag habe ich mit meinem Airbnb-Haus Yoga gemacht und dann habe ich samstags den Workshop besucht und dann wollte ich Sonntag eigentlich ins MoMA gehen, das habe ich aber auch sausen lassen, weil ich unbedingt mit dieser Fähre nochmal hin und her schippern wollte einfach. Und wie war denn der Workshop für dich? War das genauso, wie du dir es vorgestellt hast? Ja, das ist interessant, weil der Workshop, weißt du, ich bin da so hin und dachte so, wenn ich jetzt erzähle, ich bin aus Deutschland, ich bin für diesen Workshop gekommen, machen die sowas wie, oh wow, toll, spannend. Ne? Haben die gar nicht gemacht. Die haben so ein ganz, also die Chefin hat den auch nicht gegeben, also die, von der ich dachte, dass sie den gibt, die habe ich dann nur getroffen. Die Mitarbeiterin hat den Workshop gegeben, die war total nüchtern, die hat den so runtergezogen, wo ich aber auch dachte, boah, krass. Man kann auch wirklich, auch qualitativ war der gut, also wirklich habe ich viel mitgenommen damals. Habe ich gedacht, okay, so kann man es auch machen, weil ich hatte davor auch schon Workshops gegeben, die haben mich immer so richtig ausgelutscht. Also ich habe auch ganz viel noch was gebacken und alle möglichst glücklich machen. Ich habe gedacht, okay, man kann auch, also man muss das nicht immer so überzuckern. Man kann auch sachlich die Informationen rausgeben. Das war für mich auch sehr interessant. Und dann habe ich noch die Saipur Chefin, quasi, die hat so einen total unaussprechlichen Namen. Auch egal. Mit der habe ich mich noch kurz unterhalten und die war so ganz, weißt du, die war so wie kurz vorm Burnout. Die war so wie, das und das ist schwer und dieses hier muss ich verändern und so geht es auch nicht und man muss halt irgendwie zusehen, dass das Geld reinkommt. Und ich dachte so, oh Gott. aber auch gut, also du merkst bei der eine ganz andere Veränderung. Ich total die Begeisterung von Neuanfang und sie so, oh, voll, ich muss hier was anderes machen.
ist nicht so förderlich, oder? In einem Seminar oder in einem Workshop. Ja, sie hat aber das ja vielleicht auch extra deshalb nicht gegeben. Sie saß da nur mit in dem Laden. Die hatten dann einmal die Woche, glaube ich, an dem Tag, hatten die geöffnet und ein paar Sachen zum Verkauf, also so ein paar Klamotten und halt Blumen. Und dann habe ich sie natürlich angesprochen erzählt und mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Aber die hatte sich, glaube ich, schon extra bewusst rausgezogen. Und ich bin so nach Hause geflogen mit, boah, geil, das mache ich auch. Ein Studio, keine Öffnungszeiten, Blumendesign, was jemand bei mir bestellt. Also kein täglicher Verkauf von, sondern wenn die Leute was wollen, dann bestellen die es bei mir. Ich mache Hochzeiten und ich wollte gar keine Workshops geben. Auf keinen Fall wollte ich Workshops geben. Das hat mich ja so ausgelutscht. Und dann ist alles anders gekommen, weil, also nicht alles anders, das ist Quatsch. Also ich habe dann rucki-zucki den Plan, wie ich dieses Atelier umbauen will mit dem ganzen Holz, was du hier siehst. Auch kein Telefon wollte ich nicht haben. Und dieses Konzept von Design machen, Hochzeiten. Und habe das auch so meinen Kunden erst so ein bisschen gesteckt, damals noch über Facebook, so, ich mache jetzt wieder was, also wenn jemand von euch heiratet, ich würde jetzt wohl Blumen anmieten. Und das war auch toll, das hat direkt gefruchtet. Interessanterweise ist es ja auch gar keinem aufgefallen, dass ich viel länger in der Pause war. Das ist auch so was Geschmiertes, als würde man hinterm Vorhang stehen im Theater und da, die Leute sind das Publikum. Das stimmt aber natürlich gar nicht. Es interessiert ja keinen die Bohne, ob ich jetzt im Januar anfange oder halt im Mai. Richtig, ja. Oder in dem Fall im September. Total, also was man sich immer alles so selber dann auch wirklich auflastet, ist ja so knackt. Ne? Kam denn, ich habe meine Frage, Anne, kam denn in deinem Umfeld von außen, wo du gesagt hast, oh, ich schließe den Laden, oh, also zu dem Zeitpunkt, ich schließe den Laden, wo alle gesagt haben, sag mal, bist du verrückt, was willst du denn jetzt machen und du kannst doch jetzt nichts machen. Und wo du zurückkamst aus New York und sagst, boah, jetzt mache ich das ganz anders, dass viele gesagt haben, das geht doch gar nicht. Gab es diese Momente und die Menschen im Außen, das ist nämlich oft so, wenn sich jemand verändert, egal ob er etwas schließt oder neu beginnt, dass da von außen immer kommt, das geht nicht. Also es sind ja deren Begrenzungen, aber wir sind ja sehr empfänglich für sowas noch am Anfang. Also beim Schließen kam das, da hatte ich quasi so drei so Felder, die so ankamen. Das eine war... das war ganz toll. Meine Freundin, die haben einfach gesagt, mach doch zu, kannst doch wieder aufmachen irgendwann. Ich so, oh, okay, das ist jetzt die gute Freundin. Mach halt einfach. Mach doch zu, passiert doch nichts Schlimmes. Ja. Und mein Mann war ganz verunsichert, weil das war für ihn auch so ein bisschen Mitprojekt. Der ist auch gerade einmal kurz reingekommen, als ich es so gemacht habe. Also hier ist so mischt alles. Und der war, glaube ich, einfach so, der wollte so gern mitgenommen werden in dem Prozess. Und ich bin auf jeden Fall auch bei uns in der Beziehung die immer so, ist mir passiert, ne? Und Paco ist dann so, oh Gott, das muss ein bisschen aufpassen. Ne? Und das prallte dann so aufeinander, weil ich habe gesagt, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Plan. Und das war für sein System so, oh, können wir da nicht nochmal. So, aber der hat ja auch nicht gesagt, mach es nicht, der wollte nur irgendwie mitgenommen werden. Mhm. Und ist im Nachhinein auch super dankbar, dass ich das so durchgezogen habe. Mhm. Und dann gab es die Stimmen, die sowas gesagt haben, wie du machst den größten Fehler deines Lebens. Gerade läuft es doch so gut so mit gut. Dem Laden. Und die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ja. Erstmal überhaupt nicht aus dem Gröbsten raus. Die kommen jetzt gleich bald mal in die Pubertät. Das wird voll was Großes. Noch größer. Auf den Schoß Pflaster drauf und irgendwie ein Rosinchen geben. Sondern das ist dann... Boah, dann kommen die richtigen Themen. Also bin ich froh, wenn ich dann nicht mehr im Laden stehe von morgens 10 bis abends 6 mit Kundenverkehr. Genau, also das waren so diese drei Felder. Aber es war wirklich so krass, dass ich nicht eine Sekunde gezweifelt habe. Ich habe ganz klar gehabt, okay, die kann das jetzt sagen, interessant. Ich muss das jetzt machen, da komme ich nicht dran vorbei, als hätte ich mir wie selber so ein Gesetz geschrieben, was unumstößlich war. Das war wirklich krass. Und beim Zurückkommen war ich aber vielleicht dann auch schon in so einer Energie, dass ich die anderen schon, also diese Monsterzweifler, die waren dann in meinem Leben schon gar nicht mehr präsent. Es hatte sich dann getrennt.
Paco hatte ich ja dann mitgenommen, der war dann auch irgendwie angefeuert und dann, also als hätte ich quasi nur noch die Menschen um mich behalten, die dann, die das auch mit glauben, genau. Die daran glauben. Ja, genau. Und hier im Haus hat sich dann ja auch so viel verändert und dieser Koch kam, der das Restaurant jetzt macht und Tom und ich funktionieren halt total toll zusammen und der fand das alles toll. Das bedeutet ja, du hast angefangen, dann darüber nachzudenken, wie du anders die Blumen an die Menschen bringen kannst, auf eine andere Art und Weise. Ja. Aber auch hast du angefangen, Boden zu schaffen, um die Blumen anzubauen. Das kam sogar dann erst damit. Also ich fand es schon immer toll, dass die von Saipua diese Farm hatten. Und ich habe das immer auch schon mitgekriegt, dass die, wenn es so internationale Workshops gibt, dass die dann, gerade in England, dass die dann immer schrieben, unsere Blumen für den Workshop haben wir von der Farm, bla bla bla. Mhm. Und ich dachte so, boah, ist das toll. Und in Amerika gibt es auch so viele Farmer und wir haben sowas gar nicht. Und ich war natürlich dann richtig blumenhungrig. Also ich kam dann wieder, habe hier umgebaut und habe gedacht, ich muss jetzt erstmal, will ich noch mehr von dieser Art von Design lernen. Und habe selber Workshops richtig investiert, Workshops gebucht bei Floristen, Designern, viele Quereinsteiger im Übrigen auch wieder, die ich total toll fand. Also war in England, in Schottland, in Belgien. So ein kollaborativer Workshop war dann nochmal in Schottland. Ne? Und bin dann so rumgereist und das Erste, was ich gemacht hatte, war so eine 1:1, nennt man das, so eine 1-to-1-Class. In der Regel sind es ja Gruppenworkshops, aber die konnte man halt auch privat buchen. Für 2 Tage, die Joe von Joe Flowers, die baut halt auch selber an und macht ein ganz tolles, wildes Design in Norfolk. Und war bei der, und da habe ich halt dann mit Sorten gearbeitet, wo ich dachte, boah, krass, das kann ich gar nicht kaufen bei mir im Großmarkt. Noch nie gesehen und solche Rosen kriege ich sowieso nicht. Und da war klar, okay, ich muss noch mehr gezielter anbauen. Also ist nicht mehr mit, was ich so random im Garten habe oder irgendwo finde und meine Finden stellen im Kopf, ah, es ist Frühling, dann wächst Kornelkirsche da am Seitenstreifen von Y. Das reicht nicht mehr. Ne, ich muss jetzt selber anbauen. Und ich habe immer gedacht, das kann ich gar nicht. Also Stauden, Rosen, Kräuter etc. kein Problem, aber einjährige Aussaaten, das keimt immer was. Und dann war es aber so klar, ich will das und dann kann ich das auch. Bücher angeschafft. Wow. Auch ein toller Satz übrigens. Ich will das, dann kann ich das. Ja. Und jetzt ziehe ich total viel aus Samen. Also ich habe jetzt hier schon wieder das halbe Atelier vollständig. Das kann ich euch zeigen. Die sind so toll. Die Löwenmäulchen. Oh, die habe ich so früh ausgesehen. Dann habe ich die nochmal kurz in den Frost. Im Frost gab es noch nicht gegangen. Okay. Dann habe ich aber vor 2 Wochen mich versucht, energetisch zu verbinden. Also richtig schön angebunden. Und den Arbeitsstrahl über diese Auszuchtstrahle gelegt. Und dann gesagt, ist da Leben drin? Und die haben ja gesagt. Natürlich ist der Zweifler gekommen und hat gesagt, oh nee, vielleicht sind sie doch tot. Aber jetzt, vorgestern, ich weiß nicht, ob man das... Man kann ein bisschen was sehen, erkennen, ja. Die müsstet ihr sehen. Da. Die müssten wir dann nochmal sehen, wenn sie wirklich blühen, ne? Ja, die werden da. So, das ist ja sowieso das Wunder. Also Löwenmäulchen und so vieles Saatgut, das sind ja dann so tiny, tiny, mini kleines. Und dann wird das so eine Blume. Wow. Löwenmäulchen, ganz schön. Ja, wie kann ich mir denn vorstellen, wenn du jetzt durch deine Saat, durch deine Blumen gehst? Also ich glaube, und hast du mir ja auch verraten, dass du dich mit den Blumen unterhältst. Also ich glaube, das war die Frage, können denn Blumen sprechen? Können sie uns verstehen? Also ich habe da immer so ein bisschen so ein Alice im Wunderland-Dings. Auf jeden Fall glaube ich, dass die untereinander sprechen. Das ist nur meine Fantasie, aber vielleicht sind sie auch wirklich. Aber wenn ich mit denen arbeite, habe ich echt sowas von, dass ich dir ja frage, möchtest du geerntet werden? Also möchtest du in das Arrangement? Oder ist der Platz gut für dich? Und ja, das kommt dann aus mir. Ich höre da nicht, dass sie sagen, nein, und bin ich voll scheiße. Aber das fühlt sich dann nicht richtig an. Und dann lasse ich die stehen und kriege die eine andere Aufgabe. Wow. Also es ist eher wirklich so ein, als würde ich mit denen spielen.
Ich denke auch, dass wirklich deine Energie, also wir wissen ja, dass alles aus Energie besteht und alles, was wir von Herzen tun, dass es dann auch diese Schwingung bekommt. Und deswegen, wenn man den Herzensweg geht und seine Arbeit von vollem Herzen macht, dann entsteht ja diese Energie und man hat wirklich das Gefühl, man ist verbunden mit den Blumen, ja, dass man mit denen sprechen kann. Also übrigens muss ich gestehen, wenn ich habe auch Blumen bestellt, bis ich Anne kennengelernt habe, woanders. Jetzt habe ich es mir überlegt, ich möchte doch die Fairtrade-Blumen. Und ich habe mich jedes Mal, wenn die Blumen kommen, dann habe ich mich bedankt, dass sie da sind, dass sie zu mir kommen. Und also ich spreche auch mit denen, ich sage ihnen, wie wunderschön sie sind. Also auch schon in Gedanken. Und ich glaube wirklich, dass diese Energie, natürlich können die das nicht hören oder was ich, also sie hören es, aber mir nicht antworten. Aber ich glaube, das ist so eine Energie und das geht alles über die Energie, wie es angenommen wird. Ja, das glaube ich auch und das habe ich schon auch immer, also das habe ich schon zuvor auch vor dem Blumenweg, was weiß ich, wenn ich hatte einen Baum gepflanzt im Garten, so eine Zierbirne, die war total kränklich und der habe ich einfach immer zugesprochen. Ich habe den Stamm wirklich gestreichelt und gesagt, du schaffst das. So, du kommst durch, also habt ihr einfach positiv Mut gemacht. Und der geht es halt jetzt auch gut. Genau. Und ich glaube da auch total fest dran. Auch wenn ich begrüße auch die Samen oder sage zu welchen, na, ihr schlaft jetzt noch, ne? Oder herzlich willkommen, immer wenn ich mir was keilt, dann sage ich willkommen. Ja, ja, so, genau. Wenn wenn alle begrüßen, na klar. Ja. Und ich glaube auch, dass es ganz viel macht. Weil wir ja verbunden sind, ne, mit der Natur. Genau. Genau. Aber das Bewusstsein ist dann auch wirklich erst damit gekommen, als seit ich anbaue und seitdem verändert sich das rasant. Also ich bin jetzt ja, glaube ich, erst im 17, eins Jahr im vierten Jahr, dass ich überhaupt so bewusst arbeite. Alles, was da, also selbst im ersten Jahr 2017 habe ich noch eingekauft und mit dem Anbau war das wirklich so, als wäre ich so eingesogen worden in diese natürlichen Kreisläufe, dass ich dachte, oh Gott, wie können wir? Und dann habe ich natürlich auch angefangen, noch mal tiefer zu recherchieren. Mhm. Auch, was ist es noch außer Rosen? Mal gucken auf der Großmarktliste. Ich habe mich dann vernetzt mit einem Großhändler aus Holland, weil bei dem konnte ich immer sehen, was kommt woher. Und dann konntest du auch halt im Suchfeld eingeben, ich will nur was aus Deutschland. Mhm. Dann bleiben halt nur drei Sachen übrig. Und das ist echt... Gerade in der Winterzeit, oder? Also in der Winterzeit blüht ja nicht viel, oder? Nee, in der Winterzeit blüht nicht viel, aber ich kann halt trotzdem Fülle erzeugen, indem ich mitgehe mit dem, wie es die Natur macht. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel total viel mit trockenen Sachen, die über uns... hängen meine ganzen, aber das ist Gegenlicht, ne? Das seht ihr nicht. Also ich hole halt den Sommer rein. Hier habe ich ein paar süße gelbe Knöpfchen. Oh, wow. Wunderschön. Und die trockne ich und das verwende ich halt jetzt im Winter. Und wenn du das dann wieder mit vorgeblühten Zweigen oder jetzt halt den ersten Anemonen, die ich jetzt noch geschickt bekomme, weil ich keinen, dafür bräuchte ich einen Tunnel. Und so ist eigentlich dieses Zeitfenster relativ klein oder Christrosen kannst du jetzt total schön benutzen. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Blumenstrauß gerne hätte, könnte ich dich anschreiben und mir einen bestellen? Oder wie machst du das? Also ich verschicke nicht, wenn müsstest du dann in Osnabrück sein. Okay. Ist ein bisschen weit von. Aber wer jetzt Blumenhunger hätte und sagt, okay, ich will mal einsteigen in das Thema und mich damit ein bisschen auseinandersetzen, der könnte auf die Webseite von der Bewegung gehen, weil wir da eine Karte haben, wo alle verortet sind, die irgendwie Slow Flower-mäßig unterwegs sind und wir sind inzwischen 70. Wow, und diese Adresse, die werde ich auch unter das Video posten. Ja, das wäre total toll. Genau, also auch wie man dich erreicht. Da haben wir halt auch welche, die auch verschicken. Also selbst wenn keiner in der Nähe ist, gerade jetzt im Frühjahr, wo ja auch immer so viel Blumenhunger ist, die Frühjahrsblüher, die kannst du super mit posten. Also Tulpen, Anemonen, Quittenzweige habe ich bekommen. Das hat sie mir noch geschickt. Die ersten Bartnelken hatte sie irgendwie.
Das kannst du dir alles ins Paket stecken lassen und dann kommt das mit der Post. Und das ist schön. Und die sind halt nachhaltig. Einfach nachhaltig. Da ist gar nichts drauf, weil es ist selbst die Fairtrade-Blumen sind trotzdem gespritzt. Das Faire bezieht sich nur auf die Arbeitsbedingungen der Menschen, nicht darauf, dass da keine Gifte drauf sind. Nicht okay, Gift. Sehr interessant. Ne, also das ist auch was, was so schnell vertauscht wird. Richtig. Ja. Einfach, weil du dann den Schritt nicht weiterdenkst, weil du sofort Faire hat so einen Impact auf dich. Das assoziierst du dann auch mit einem Weltladen und so, das ist alles gut, aber die Fairtrade-Blumen sind, da haben die Anbau, also die Pflückerinnen kriegen Handschuhe und sind sozialversichert. Oh. Das war's. Ne, also das bedeutet, was rätst du, wenn jetzt jemand, okay, also zwar Fairtrade die Blumen bestellt oder aber nicht Fairtrade die Blumen bestellt, wenn sie ankommen, auf was sollte man achten? In der Pflege meinst du jetzt oder wenn du vermeiden willst, dass du pestizidbelastete Blumen bekommst? Genau, das meine ich. Also, ich ehrlich gesagt würde ich raten, Fragen. Ich glaube, je mehr wir auch in die Blumenläden gehen und sagen, hast du sowas, umso mehr werden die Touristen zu den Großmärkten gehen und sagen, hast du was? Mhm. Ne? Also umso mehr wir kommen und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, dass im Großmarkt halt gar keiner, also die Floristen kaufen einfach ein. Mhm. Sind die auch gezwungen, weil dieses Floristenbusiness so hart ist, Blumen kosten so wenig. Also viele sagen ja irgendwie, das ist ein Luxusgut, aber die Blume kostet eigentlich viel zu wenig für die Arbeit, die da drin steckt. Und meiner Meinung nach auch müssen Blumen wieder kostbarer werden. Und das würde vielleicht bedeuten, dass der Florist nicht mehr 20 Sträuße oder 30 am Tag verkauft oder 50, sondern halt nur die Hälfte, aber damit den gleichen Umsatz machen könnte. Und die Leute hätten vielleicht nur alle 2 Wochen einen frischen Blumenstrauß. Also, aber das darf es auch bekommen. Ich glaube, die Blume darf wieder kostbarer werden. Die darf nicht so ein Massenprodukt sein. So, oh, ich habe jetzt mal Bock und dann hole ich mir 1,99, 10 Tulpen. Das ist meiner Meinung nach, und ich bin da echt radikal, das darf es nicht mehr geben. Und das auch dieses, dadurch, dass ich so verbunden mit denen bin, fühlt sich das auch so ehrlos an. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja. Ehrlos, mir kommt kein anderes Wort als das. Und auch mal länger die da zu haben, ist ja auch wertschätzend. Ne? Ja, also. Und das wirst du sehen, wenn du dir jetzt einen Blumenstrauß aus dem Garten selber holst oder von einem Pflückfeld. Oder es gibt ja auch Leute, die haben so eigene Schnittblumengärten, also so ein, wie ein Pflückfeld, aber noch ein bisschen sortierter. Und du so einen Blumenstrauß vergehen lässt, der vergeht auch einfach total schön. Als wenn du jetzt... Ne, holst dir vom Aldi 10 Rosen, die machen dann, die stehen und stehen und stehen und irgendwann machen die dann so, boah. Ne? Und die Gartenrose, die lässt sie ihre Blätter fallen und dann liegen die noch auf dem Tisch und es duftet und es ist einfach total sinnlich und schön. Oh, und also Rat wäre Fragen. Im Winter neu denken, also im Winter sich einfach bewusst machen, okay, es gibt jetzt halt keine Rosen, das und das und das und das gibt es einfach nicht, aber was gibt es? Ich schneide mir im Dezember schon Barbara-Zweige. Oder ich hole mir Zwiebeln zum Vortreiben ins Haus. Also du kannst ja total viel vorziehen, was dann in der Wärme, Hyazinthen, Fritillarien, Narzissen, alles Mögliche. Und da auch zu denken, also ich habe ja dann so meine, ich nenne das die Besser-als-Regel, lieber ich fahre zu einer Gärtnerei und hole mir da einen Pott Narzissen im Topf, die auch meinetwegen aus konventionellem Anbau aus Holland kommen, und stelle mir die auf die Fensterbank und da blühen die auf und dann stelle ich sie in die Vase oder ich lasse sie im Topf, wie auch immer, und mache nachher die Knollen in die Erde. Auch wenn die aus konventionellem Anbau kommen, besser als Rosen aus Afrika. Wow. Ne? Okay. Also das Umdenken, das erlebe ich ganz viel, dass die Leute, also ich auch angeschrieben werde von Floristen, so, ja, was kann ich dann im Winter verkaufen? Und ich denke immer so, ja, wir müssen halt neu denken, kreativ sein. Genau. Auch die Kunden mitnehmen und sagen, das und das gibt es nicht, aber schau mal, was es gibt. Oder genau, mit Trockenblumen zu arbeiten, das ist ja auch gerade der Monster-Trend, der natürlich auch seine Schattenseiten hat, weil die Trockenblumen, die du jetzt bei, was weiß ich, in so Trockenblumenbars bekommst, sind natürlich auch aus konventionellem Anbau.
oder werden dann auch noch gebleicht, damit sie weiß sind und dann noch übergefärbt. Das ist natürlich auch scheiße. Aber, weißt du, wir fangen ja gerade erst an. Umdenken, genau. Neudenken, halt kreativ werden, genau. Und Trockenblumen kannst du halt in der Slow Flower Bewegung auch bestellen bei Leuten. Und dann, wenn es dann losgeht, dann zu den Pflückfelder, halt sich erkundigen, vielleicht hast du auch jemanden schon in deiner Nähe, der anbaut. Weiter natürlich fragen. Ja, und Touristen auch sagen, kannst du dich auch nicht vielleicht vernetzen? Hast du nicht vielleicht Quellen, wo du deine Blumen nachhaltig herbekommen kannst? Einfach ja, das Bewusstsein erhöhen dafür. Auch wenn du auch so Blumen, die wir so als Bauernblumen, also Rittersporn zum Beispiel, ich sehe so, habe letztes Jahr immer wieder gesehen, weißt du, so Öko-Vegan-Boho-Hochzeit im, was weiß ich, April, und dann hatten sie da Rittersporne. Und sonst alles irgendwie total irgendwie recycelfähige XYs und alles irgendwie toll. Aber bei den Blumen aufgehört zu denken, weil im April gibt es hier keinen Rittersporn. Das ist zwar so eine Bauerngartenpflanze und die assoziierst du mit Bauerngarten und Natur und so, aber die wächst im Sommer. Das heißt, die kommt aus Afrika. Also wirklich sich auch informieren, wo kommt und auch wirklich daran zu denken, ne? Also ja, und wirklich, selbst wenn du nicht, also ihr wart jetzt nicht von jedem, das kann keiner leisten. Ich bin so in meiner Blumenbubble, ja. Ich habe die Zeit dafür zu recherchieren. Aber jemand, der was anderes macht, der kann sich jetzt nicht hinsetzen und gucken, was kommt jetzt gerade woher und was hat jetzt genau Saison. Und dann haben vielleicht aber auch Leute wie Floralita, die sind ein biozertifizierter Blumenanbaubetrieb, die haben halt Gewächshäuser, die sind früher dran. Das heißt, die können dir was geben, wovon du eigentlich denkst, ist noch nicht in der Saison, aber die können es trotzdem in Bio. Aber ich glaube, es fängt mit den Fragen an. Wenn man wirklich einfach immer wieder fragt, wo ist das her? Ich will es aber wissen. Und ich werde es nicht kaufen, wenn ich es nicht weiß. Genau, diese Hartnäckigkeit und auch dranbleiben. Genau. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, also ich glaube, dass Floristen ärgerlich auf uns sind teilweise. Gerade wenn ich jetzt mit so einer Einstellung komme von, dann Blumen müssen wieder luxuriöser und brauchen die Leute vielleicht weniger. Aber ich glaube auch, dass es für die Floristen besser wird, weil ich auch Floristen kenne, die ihren Job an den Nagel hängen mussten wegen Allergien, trotz mit Handschuhen arbeiten. Und wenn ich mir das vorstelle, du hast so, bist so einig, denkst du in deinem Element und kannst es nicht ausüben, weil du so allergisch reagierst, dass du den Job wechseln musst. Das wäre für mich das Schrecklichste. Ja, sag mal, Anne, du hast ja vorher, also du hast ja nicht immer mit Blumen gearbeitet, ne? Du hast wahrscheinlich auch so einen ganz normalen Job gehabt. Wie kamst du dann auf die Idee, generell dann zu sagen, jetzt mache ich mir einen Blumenladen, ne? Das war ja der erste Schritt damals. Also ich bin gelernte Ergotherapeutin eigentlich. Also ich komme aus dem therapeutischen Sektor. Ich bin so ein Helferlein. Und da war es schon so, dass ich, also das zum einen war es für mein System das Richtige, also dieses Helfende mit Menschen. Aber ich glaube, ich hatte die Information so universell noch nicht so richtig verstanden und habe gedacht, so, ja, okay, was mit Menschen und helfen, dann werde ich Therapeutin. Und da hat mir aber immer was gefehlt. Also mir war das eigentlich fast zu theoretisch, obwohl ich habe mit Kindern gearbeitet, ich habe richtig rumgeackert. Also ich habe richtig Action mit denen gemacht. Ich war jetzt kein Schreibtischtherapeut. Und trotzdem war es immer so, dass ich dachte, am Ende des Tages, mir fehlt das Schaffige mit meinen Händen, obwohl ich ja mit Händen gearbeitet habe. Aber es ist für mich was anderes, wenn ich jetzt ein Werkstück am Ende habe oder ein Feld bestellt oder was geerntet. Und vielleicht, ja, habe ich auch diese Blumen nicht laut genug rufen hören, weil ich als Kind, da war ich mitten in den Blumen. Weißt du, ich habe überall alles wo weggepflückt und gesammelt und habe das dann den Nachbarn an die Tür gebracht und so. Also ich hatte diese Ergotherapie-Laufbahn und dann habe ich die Kinder bekommen und dann war klar, ich steige nicht wieder ein, weil der Job, den ich hatte, der war mir zu weit weg. Also den hätte ich nicht in Vollzeit machen wollen mit den kleinen Kindern. Und mein Mann ist halt auch Ergotherapeut, bei dem wollte ich nicht arbeiten. Und hier in Osnabrück hätte mich keiner eingestellt, weil ich ja einen Ergotherapeutenpartner habe, der eine eigene Praxis hat. Oh. So, und dann kam eine Freundin und hat gesagt,
wollen wir nicht einen kleinen Laden machen für all die schönen Dinge, die wir so toll finden und die wir hier nirgendwo kriegen? Und klar war auf jeden Fall Blumen, weil wenn wir in den Blumenladen gehen, dann kriegen wir auch nicht das, was wir wollen. Das war mir immer alles viel zu besen, so viel zu Blumen. Ne? Und dann haben wir das gemacht und die Blumen mussten halt von Anfang an mit und ich fühle das manchmal so, als hätten die Blumen halt gerufen und ich habe es einfach, weil ich vielleicht auch nicht aufgeräumt war oder weil es noch nicht dran war oder weil ich diese in meinem Leben diese Phase von Unaufgeräumtheit vielleicht auch brauchte. Also ich habe gar nicht, dass ich so denke, oh, wäre ich doch jetzt mal schon mit 20 einfach mehr in mir gewesen. Ich glaube, dass es auch genauso richtig war, dass ich so durcheinander war. Also so empfinde ich das und es nicht hören konnte und es dann und dadurch auch verstanden hat, habe irgendwie, wie das, ja, diese geistige Logistik einem diese Dinge bringt und man aber auch lernen darf, das zu das hören. Zu hören und anzunehmen und umzusetzen. Ja, und das zu glauben auch. Und ja. Wir haben auch Leute gesagt, das kann nie funktionieren, dein Konzept. Hä? Im Hinterhof in Osnabrück keine Telefonnummer, bist du doof oder was? Funktioniert aber voll. Also das ich bin gar nicht jetzt, dass ich irgendwie groß auf Osnabrück baue, sondern diese Workshops buchen halt Leute aus halb Deutschland und die kommen dann zu mir oder ich fahre wohin und ich denke so, oh, danke schön, wie das funktioniert. Wie kann man denn deine Workshops finden? Ist das über meine Website. Über deine Webseite, die schreibe ich auch drunter unter das Video und wer Interesse hat an Design von Blumen und so weiter, kann Anne per Mail kontaktieren, gell, und den Workshop buchen. Also ich werde auf jeden Fall den Workshop buchen, weil ich bin so neugierig über das Kreieren von einem Blumenstrauß und natürlich die Geschichte dieser Blumen, ne, die du erzählst. Und es ist wunderschön, dir zuzuhören in deiner Begeisterung. Also man spürt so richtig die Begeisterung für die Arbeit, die du tust. Ja, ich bin einfach auch so froh, dass ich das Ohr dafür aufgemacht habe. Weißt du, dass ich mich habe rufen lassen. Und seitdem passieren auch einfach wirklich gute Dinge. Und das ist das, was du zuvor auch sagtest. Wenn man den Herzensweg geht, dann werden die richtigen Menschen auch zusammengebracht. Und dann passieren die richtigen Dinge. Und einfach daran glauben. Manchmal ist man schuldig genug, aber dennoch geschehen die richtigen Dinge. Ich scanne immer so einmal im Jahr, am Anfang des Jahres, bin ich noch auf dem Weg oder hat mich was irgendwie weggelockt? Und dann nehme ich nochmal so Anpassungen vor. Ein schöner Tipp auch, ne? Ist immer zu schauen, bin ich noch auf meinem Weg? Weil das wäre die nächste Frage, wie bleibst du denn immer auf deinem Weg? Weil es ist ja wirklich, viele werden von außen mal immer so ein bisschen hin und her geschubst. Und finde ich so krass, wie das Außen oder auch so alte Strukturen und Glaubenssätze und so Einflüsse irgendwie, ich muss eine gute Geschäftsfrau sein oder blablablub, das zapft so an einen. Ich versuche ganz fest hinzufühlen, was fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel auch, also ich hatte ja, mein Ursprungsplan war ja auf Bestellung, Sträuße und Arrangements und Hochzeiten. Mhm. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass ich, also ich mache dieses Jahr noch ein paar Hochzeiten, aber ich glaube, das ist schon nur noch Alibi, die mir am Herzen liegen. Also so mit halt Leuten, die mir am Herzen liegen und einer Fotografin, die da fotografiert, die ich so lieb habe. Aber eigentlich fühle ich jetzt schon, dass ich da gar nicht mehr richtig bin. Und das ist das, was ich dann prüfe. Also ich sammle das übers Jahr und dann im Januar fühle ich dann nochmal gezielt hin. Wow, super. Toller Tipp, ne? Dass man immer schaut, bin ich noch auf dem Weg? Passt es noch zu mir? Fühlt es sich gut an? Oder wie kann ich anders denken, neu denken? Ne? Aber ich finde, es schleicht sich ja, selbst wenn man das tut, was man, also wenn man den Weg schon mal gefunden hat, schleicht sich ja trotzdem Alltag ein. Und andere Stimmen und irgendwie Routine und keine Ahnung, die ganzen Rollen, die man hat, Mutter, Partner, Kind, Kollege, wie auch immer. Ja. So, und da aus da halt dann mal einmal nochmal genau hinzufühlen. Und ich glaube, man verändert sich selber ja trotzdem auch weiter. Also es ist ja ein Weg, das irgendwie nochmal nachzugucken. Ach so, und das wollte ich noch einwerfen zum Thema Information. Wer jetzt wirklich sagt, ich möchte mal da so ein bisschen einsteigen in ich will es jetzt mal wissen,
mit den Schattenseiten der konventionellen Floristik. Ich habe ein Journal, also keinen richtigen Blog. Da stelle ich auch nicht so oft was ein. Aber ab jetzt? Nee, also ich will das wirklich, das soll so eine Informationsplattform sein. Immer wenn ich meine, es ist was Wichtiges, was da gesagt werden muss, dann stelle ich das da ein, dann mache ich da so einen Blogbeitrag drüber, den ich auch dann nochmal prüfe, ob das noch aktuell ist. Aber ich bin jetzt nicht die, ich mache jetzt nicht regelmäßig, ich weiß, dass das für CEO und so ist und für die Seite und die Suchbarkeit wäre das super. Aber ich muss in einem Garten arbeiten. Das hat Priorität. Ich muss auch viel schlafen. Deswegen kann ich auch nicht abends machen. Sehr gut, genau. Schlafen ist wichtig und sich selber pflegen ist auch wichtig. Auf sich Acht geben und sich Gutes tun, damit man die Energie und die Kraft hat für seinen Herzensweg. Ja. Ach, Anne, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, die stelle ich allen. Und zwar, ich lese ja unheimlich gerne Bücher und vielleicht gibt es Menschen, die sich wirklich interessieren über jetzt ein bestimmtes Buch, was du empfehlen kannst, vielleicht über die Blumen oder was anderes, irgendein Buch, was für dich so, also was dich zum Nachdenken gebracht hat, was dich zum Andersdenken gebracht hat oder was dir einfach so gut gefallen hat, dass du es mit uns teilen möchtest. Mhm. Kann ich dir auch zwei Bücher sagen? Ja, kannst du. Weil mir die gerade so reinkommen. Also das eine ist, mein Game Changer war auf jeden Fall, und das hat nichts mit Blumen zu tun, Byron Katie, Lieben, was ist. Mhm. Das hat, glaube ich, für mich ganz viel geholfen, nämlich zu horchen und auch zu hinterfragen, ist das wirklich wahr, was immer alle so sagen? Mhm. Man fliegt nicht nach, mal eben nach New York. Ja, genau, für 4 Tage. Also Byron Katie, die hat ganz viel, also da habe ich eine sehr große Dankbarkeit, dass dieses Buch zu mir gekommen ist, dass erstmal dieses Grunddenken von, ich muss hier, irgendwie sich verändert hat. Und als Roman, das ist mein allerliebstes Lieblingsbuch der Welt im Moment, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki, weil die beschreibt nämlich auch immer wieder, also die hat so total tolle Bilder für die Dinge und die hat auch mir dieses Wort Aufhocker geschenkt. Aufhocker sind diese blöden Stimmen, die einem dann was einflüstern. Und ich finde das so ein geiles Bild zu denken, da sitzt du auf dir. Nee, es sieht aber scheiße aus, was du da gemacht hast. Ne? Das sind die Aufhocker und das kommt aus diesem Buch. Unfassbar. Auch sehr traurig, also Obacht. Sehr traurige Passagen, aber auch sehr lustige Passagen und ganz viel Liebe drin in diesem Buch. Oh, wie schön. Vielen, vielen Dank. Die schreiben wir natürlich auch unter das Video. Und ich freue mich, die Bücher zu lesen, weil beide kenne ich nicht. Und ich lese unheimlich gerne und lasse mich inspirieren von empfohlenen Büchern. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die schöne Reise in deine Blumenwelt und auf deinen Herzensweg. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diesem Herzensweg treu bleibst und viele, viele Menschen in ihr Bewusstsein bringst mit den Blumen, dass sie anders darüber nachdenken. Also mich hast du auf jeden Fall dazu gebracht und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß bei deiner Herzensarbeit und ich freue mich auf die Blumen, die ich dann sehen werde, wenn die blühen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gibt es ein Herzchen für dich. Dankeschön. Bis bald.